Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich aus Gilde Nummer 1. Das finde ich jetzt aber unverschämt. Und dem Herrn sofort neben dran. Dankeschön. Ich bin auch dabei, Leute. Ja. So. Wir kämpfen gegen. Sorry, dass ich den Helm aufhabe. Es ist Football Time. Sieht aus wie ein Maulkorb, Leute. Brew Happy Home. Oder gleich? So. Gegen Brew Happy Home. Wir gewinnen. Jo. Dum, 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 dum. So. Auf geht's gegen Etimasia. Warum hittet der? Warum? Nein! Stuffing Academy. Nein! Oh, doch, danke. Nein? 93. Shit. Schlecht. 41. 6 Stück, das reicht genau, um den Catatill. So. Um den Catatill zu besiegen. Nein, um mit dem Catatill quasi das Ding zu first hitten. Ah, okay. So. Etimasia mit einer glatten 99. Einer glatten 99? Ja, nee, glatte 100. Ich war mir jetzt ein bisschen unsicher, weil da ein bisschen Schaden auf der Lila gewesen ist. Ich verstehe das nicht. Wieso funktioniert manchmal der Push von der Seite nicht? Hä? Wieso geht die Karte nicht down, wenn der eigentlich. Egal. 97 Uhr. Mist. So. Ich hab mir jetzt nur ein paar glatte 100er geholt. 3 oder so. Axt. Ah! Die Axt im. Axt I'm walled. Oder auch einfach nur auf Deutsch die Axt im Wald. Wenn man alles auf Englisch liest. Scheiße, ist immer noch nicht alles erforscht mit der Piggy. Es sind noch ein paar Einzelne, die mir noch fehlen. Zum Booster? Ja, oder? Ja, ich hab. Ja, aber ist alles ausgereizt. Alles ausgereizt. Bringt nichts mehr. Komm halt mal auf. 99. Ja, das ist gut, das ist gut. Mit der Freezer Dome Luis, ich hab's doch noch jetzt geschafft. Jetzt. Der hat aber auch, also Axt im Wald hat aber auch jetzt nicht so krasse Karten. Und daran sieht man eben, was passiert, wenn du eben nur Karten hast, die irgendwo unter 30 Leben haben. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich hab am Anfang gesagt, oh Scheiße, nicht so die perfekte Starthand und dann schaffst du es trotzdem mit der glatten 100, ja. Ja! Ich habe gerade 2 Blutsauger am Start. Einmal 23, einmal 25. Okay. Und noch eine schlimme Tina. Die Bad Tina. Trotzdem nur 97. Bad Tina. Was ist hier los? So, free your mind. Leute, and the rest will schreib follow. Mal in die Kommentare gleich. Was? Einfach in die Kommentare schreiben wir gleich. Free your mind and the rest will follow. 946 geholt. Schlecht, oder? Naja, geht besser. Bist du wahrscheinlich jetzt bei der gegnerischen Gilde hier, schätze ich mal, auf Platz 20? Kann das sein? Mit 946? Ja, gleich. Ne, guck doch mal, ohne Scheiß. Ich glaube, das reicht gerade mal für Platz 20, oder? Gesundheit? Kann das sein? Kann sein. Guck mal, guck mal noch. 946, welchen Platz du dann hast? Nein, ich will jetzt nicht nachholen. Bitte guck doch mal. Ich will mich nicht blamieren. Warum denn? Nein, das hat doch nichts mit Blamieren zu tun, sondern das zeigt eigentlich, wie stark der Rest der Gilde ist. So, 946 ist, denke ich, bei uns Platz 20 bei den Gegnern, oder? Bei Ux. Ich guck jetzt selber. Ich guck doch selbst gerade mal. Ich muss doch mein Spiel mal starten, soll ich nicht da? 946 ist Platz 11. Echt? Ja. Okay. Platz 20, vielleicht. Ich muss jetzt erstmal beim neuesten Video von sofort und gleich kommentieren. Oh. So, Ehre. Ich schreib mal drunter, also. 66. Hallo, Mr. Gleich. Es ist 40. Ich habe gehört. Bitte, Herr Sofort. Von einem Tiger? Herr Sofort. Was?
So, ich will jetzt hier kommentieren. So, Erin 66, Peter, Tom Landry Middle School, kommt der Sexualkunde Peter raus und dann jetzt machen wir die Lila neben dran zum Pushen und es gibt die nächste 100 gegen Erin 66. Fahrt School Jimmy Junior. Ja, ich muss sagen, also nach dem letzten Pack Opening ist mein Deck echt um einiges stärker geworden. Also sensationell konnte ich zwei Karten, auch die Fahrtschool Jimmy Junior konnte ich maxen. Hab eine Mythic gezogen und so weiter und so fort. Konnte noch eine andere Legendary maxen. Ich glaube, die K-Pop konnte ich maxen. Also auf jeden Fall sensationell, viel hat mir das gebracht, ja. Man merkt es auch wirklich, mit den Karten kannst du dann doch schon deutlich viel mehr anfangen. Jetzt muss ich mir aber trotzdem hier überlegen, was mache ich denn jetzt? Ich habe kommentiert. Okay. Soll ich den Kommentar vorlesen? Ich weiß nicht mehr, um was es geht. Ich habe unter dem Fortnite-Video kommentiert. Okay. So. Ja, was hat das Fortnite-Video jetzt hier mit Throwdown zu tun? Free your mind and the rest will follow. So. Bear June. Sag mal, was hast du denn kommentiert? Also, fangen wir doch mal an, ne? Was heißt, fangen wir an? Wie lange willst du jetzt kommentieren? Das sind drei Sätze. Ja, dann auf, dann Hallo, schnell. Hallo, Mr. Gleich. Ich habe von einem Tiger gehört, dass sie gute Videos machen. Ich vermute, dass sie ein Waschbär sind. Sie sagten jedoch damals, dass sie ein schwarzer Red Panda sind. Viel Glück noch weiterhin und viel Spaß mit dem Video. What? So, noch 5 Kämpfe. Nee, komm, da musst du live schalten, egal. Den kannst du doch selber live schalten. Ja, so. Ich hab grad keine Vorwarnung für die Zukunft. So, also. Brian L. Ist der Kommentar gut, gleich? Weißt du über solche Kommentare? So, 34, das reicht auch für K-Pop-Video. Nein, reicht nicht. Scheiße. Ich denke da jetzt nicht dran an den BGE-Buff. So, reicht denn das überhaupt? Gerade 13 Angriff, da komme ich genau durch. So, und jetzt nicht mehr. Aua. Läuft jetzt gerade nicht so wirklich rund bei diesem Match hier, muss ich echt sagen. Ich mach erstmal hier den Fahrtschuh. Oh nein, mach ich nicht. Ich mach erstmal hier hinten den Waschbrettbänder und dann sollte das wahrscheinlich auch schon reichen. Genau. Und was haben wir? Was haben wir? 93. Free your mind and the rest will follow. Bum bum ba da bum bum. Do 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 bum 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 ba bum bum ba da bum bum bum. So, Biegeschule, Mr. Deliver. Fangen wir mit Mr. Deliver an, würde ich mal sagen, oder? Mr. Deliver. Mit der Biegeschule. Free your mind. Oh, scheiße. Rest and follow. Dun, 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 dun. Ja, gut, dann machen wir jetzt erstmal ins Dewey. Wenigstens auch nochmal ein bisschen Schild noch mit hinzu. Und dann, Alter, was ist das? Aber gut, wenn du jetzt mehrere Mythics inzwischen am Start hast, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber, nein, das will ich so nicht haben. Da hinten will ich die Tina haben. Ja. Also. Ist aber auch krass, da kriege ich aber auch fast immer nur die Karten für die TPGs noch nicht.
erforscht ist. Das sind nicht mehr viele. So, und jetzt ist er schon weg. Free your mind. And the rest will follow. Ich muss jetzt mir irgendwas hier einfallen lassen, weil es ist gerade nicht so schön hier. Komm jetzt auf. Das kann doch nicht sein. Alter! Ich verliere ein Match. Nein! Ich verliere. Nein! Jurani! Ja! Ja! Jurani, perfekt! Perfekt! Scheiß Dreck! Sehr gut. Ja! Wie viel besser mein Deck geworden ist, und dann verliere ich dieses Drecksmatch, weil ich am Anfang nur Charakterkarten gekriegt habe. Und dann denke ich noch, naja gut, mit den Mythics geht's, ja, und dann kriege ich... Kann doch nicht sein! Mann, ey! Ist das gerade zum Kotzen? Hilfe! Was? Ist das gerade zum Kotzen, ehrlich wahr, ey? Ja, boah. Jet Edward. GT Edward. Jet Edward. Jet Edward. So. Mann, ehrlich war, das kann einfach nicht wahr sein, du. Verliere ich dieses eine Drecksmatch, das ist so zum Kotzen gerade. Wirft mich gleich wieder, keine Ahnung, 10 Plätze nach unten bei uns. Sehr gut. Ich meine natürlich. Mindestens 10 Plätze. Wenn nicht noch mehr. 15 Plätze. Scheißdreck. Ah, was mache ich denn jetzt hier? So. Fangen wir mit der Snot Rocket an. Dein Ernst. Oh, jetzt kommt der Music. Dann machen wir das hier halt jetzt erstmal. Und danach den Stewie. Jetzt Fahrtschool Jimmy Jr. drauf. Dann haben wir den Music-Video Stewie, den er sofort vorhin angesprochen hat, wo er gesagt hat, boah, wie OP ist die Karte. Ja, ich habe da schon ein Krönchen drauf. So, Peggy. Joshua Persit. Okay. 88 leider nur geholt bei dem Match. Ist ein bisschen ärgerlich, gell? Ein Match offen. So. Holy shit. Free your mind and the rest will follow. Just Dave. So, und jetzt kommen wir halt mit unseren Klassikern einfach. So. Einfach schlimme Tina und auf die 1 und dann läuft das. Nicht wahr? Wer gibt sich mit Mythics ab? Ich brauche einfach nur eine Mythic Tina auf der. Ach, eine Mythic, eine schlimme Tina auf der 1. Du musst ja noch gelbe Zahl machen, oder? Ja. Das mache ich jetzt auch. So. Just Dave, komm schon auf, mach das. Ja, und das einfach nur mit Legendären. Brauche ich auch keine Mythics dafür. Scheiße.
So. Also ich muss mal jetzt auf Vergleichspunkte gucken, ne? Das ist schon wichtig. Das hat jetzt ziemlich gefrustet, muss ich sagen. Da muss man jetzt nicht extra drauf gucken. Ich fand das hier ziemlich gut. Also ich muss echt sagen, ich fand das ziemlich gut, dass wir jetzt noch eins verloren haben. So, fast 42k. So, jetzt gucken wir mal bei denen. 42 Leute bei denen gekämpft. Und 50? Nein, noch nicht. So, Cuddly, 996, Abdam, 995, Chris, 993, Homer J, 991, Burger Boy, 989, Xane, 986, Dytronic, 981, A, 979, Robert, 978, Apokalyptica, 971, Michael, 975, Brian XD, 964, Bounty, 964. Was hast du nochmal gesagt? Wo du bist? Auf Platz 11 oder sowas hast du gesagt? Hm. Was hast du gesagt? Nein, ich habe gesagt, bei uns reicht das gerade mal vielleicht für Platz 25, nein, also Platz 20. Nein, ja, Platz 18 bist du. Also so weit bin ich gar nicht davon entfernt. Guck dir das an, ey. Was ein. Habt ihr das mitbekommen? Der hat mir ehrlich, unfassbar. So, eFresh Food 951, wie gut, dass man hier die Liste ansehen kann. Tipicolada 956, Stromi 955, Teglis 953, der Pate, da ist auf Platz 18 mit 946. Wo bin ich denn dann? Auf Platz 50? Manubaya 935, Junket 933, Gamerguy 928, Mimo 908, Lord Ado 898, Runowski, Tularis, Wurf 13, Topdas, The King, Alessio, Sonja. Das ist gerade schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. ISD, FGH, gut, ich meine, okay, also ich bin ja trotzdem da irgendwo noch drüber, aber Dennis, Nati, Nate, Herr Gleich. Letzte war ja mit der Klasse 100, das heißt, ich bin bei 806, da bin ich irgendwo hier oben bei Ronowski, Platz 5, ich bin dann bei Platz 24. Henny, 82, Kings, Ulrike K., Brownie, Kranko, Spider, 1K, Ilguru, Manuel K., Gecko, Amir Palang, Sean G., Oli Z., Thomas Cookie, Jesse R., dann sind wir bei einer glatten 50 wahrscheinlich am Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rollout mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.